Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr solche tollen Totenkopf-Applikationen ganz einfach selber nachhäkeln könnt. Das ist nicht schwer, ich zeige es euch dann nachher. Ich habe gehäkelt mit der Häkelnadel Stärke 3,5 von Prim. Meine Wolle, die was ich momentan immer benutze, das ist eben die Schachenmeier Bravo. Da gibt es wirklich viele tolle verschiedenen Farben davon und die sind auch gar nicht teuer. Ich glaube 1,50 € hat diese Wolle gekostet oder 1,90 €. Ihr könnt ja einfach mal in die Beschreibung reingucken. Dort habe ich euch einen Link verlinkt. Der führt euch direkt zu der Wolle oder zu der Häkelnadel oder Füllwatte, was ich immer benutze. Ihr könnt da gerne mal reinschauen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr diese Applikation häkelt. So, und wir fangen als erstes an mit einer Luftmaschenkette. Und zwar häkelt ihr jetzt erstmal Luftmaschen. Ich mache mal hier den Anfang. Den Faden verknote ich gleich, dann braucht man den dann einfach nur noch abschneiden. So, und jetzt geht's weiter. Ihr häkelt jetzt als allererstes 11 Luftmaschen. Also eine Luftmasche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und ihr schließt das Ganze in der ersten Masche ganz einfach zu einer Kettmasche. Einfach mit Kettmasche schließen. Und zwar, das werden die Augen. Als allererstes fangen wir mit den Augen an. Okay, weiter geht es mit wieder 11 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 Luftmaschen. Und jetzt schließt ihr das Ganze wieder in dieser Masche, wo ihr die erste schon abgemascht habt. Also ihr stecht einfach rein, schließt das Ganze einfach mit einer Kettmasche. Na, will nicht. So. Jetzt seht ihr hier, so soll es normalerweise aussehen. Habt jetzt insgesamt 22 Luftmaschen. Das sind jetzt die zwei Augen. So. Und weiter geht es mit einer Luftmasche. Häkelt einfach eine Luftmasche. Und jetzt häkelt ihr in diesen Ring 18 feste Maschen. Also in diesen großen Ring wird einfach 18 feste Maschen reingehäkelt. Also 1 einfach in hier reinstechen. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und die letzte kommt jetzt auch noch rein. Ihr seht, das ist jetzt schon das erste Auge. Das in dieser Luftmaschenkette haben wir jetzt 18 feste Maschen reingehäkelt. Und jetzt häkeln wir ganz einfach weiter. Und zwar in die nächste Luftmaschenkette auch wieder 18. Also einfach weiter häkeln. Eine feste Masche. Zwei. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, könnt das ein bisschen schieben, wenn ihr keinen Platz mehr habt. 2 kommen noch rein. 17 und 18. So, das Ganze schaut jetzt so aus. Die 2 Augen habt ihr jetzt schon fertig. Und jetzt geht's weiter. Ihr schließt das Ganze in die nächste Masche mit einer Kettmasche. Also seht ihr, so sieht's aus. Einfach hier rein und mit einer Kettmasche schließen. So. Und wir häkeln jetzt weiter. Muss ich erstmal noch Wolle holen. So. Mit 3 Luftmaschen. Also eine Luftmasche, 2 Luftmaschen, 3 Luftmaschen. Und wir häkeln jetzt einmal hier weiter. Und zwar brauchen wir jetzt 4 Stäbchen. Also Stäbchen, Faden holen, in diese Masche einstechen. Diese hier. Und häkeln das erste Stäbchen. Dann kommt das zweite Stäbchen. Zweites Stäbchen. Das dritte Stäbchen. Und das vierte Stäbchen. So, und weiter geht's mit 3 halbe Stäbchen. Halbe Stäbchen, ihr nehmt einmal den Faden, stecht in die Masche ein, holt euch den Faden wieder und mascht alle 3 ab. Das war jetzt das erste halbe Stäbchen. Jetzt folgt das zweite halbe Stäbchen. Und das dritte halbe Stäbchen. Wieder durch die letzten 3 durch. So, und weiter geht es mit 4 festen Maschen. Also eine feste Masche, 2, 3, 4 festen Maschen. Und jetzt machen wir wieder ein halbes Stäbchen. So, ein halbes Stäbchen und dann folgen 3 Stäbchen. Ganz normale Stäbchen. 1, 2 und 3 Stäbchen. So, und jetzt haben wir das Auge nochmal richtig rumgehäkelt und jetzt häkeln wir die Nase. Und zwar brauchen wir jetzt für die Nase 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 Luftmaschen. Und jetzt überspringen wir von der rechten Seite diese 3 Maschen. Und auf der linken Seite auch wieder diese 3 Maschen. Also seht ihr, ihr habt jetzt hier 1, 2, 3 und wieder 1, 2, 3. Dann nehmen wir die 4. Masche und zwar häkelt ihr dann in die 3, 4, ein Stäbchen kommt dann da rein. Häkelt einfach ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt habt ihr einmal das Loch für die Nase gemacht.
Und jetzt häkeln wir hier einfach weiter. Und zwar mit zwei Stäbchen. Also ihr häkelt jetzt hier rein. Einmal das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen in die nächste Masche. Und dann folgt ein halbes Stäbchen. So. Ein halbes Stäbchen und weiter geht's mit vier festen Maschen. Eins, zwei, drei. So, vier feste Maschen haben wir jetzt gehäkelt und machen weiter mit drei halbe Stäbchen. Also ein halbes Stäbchen, zwei und drei halbe Stäbchen. Halt, das ist der weggerutscht. So, drei halben Stäbchen. Und häkeln weiter mit vier ganz normalen Stäbchen. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier Stäbchen. Und schließt das Ganze zu einer Kettmasche. Ich steche jetzt einfach mal hier in dieses große Loch rein und schließt einfach mit der Kettmasche. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir häkeln jetzt weiter. Jetzt muss ich mal die Wolle ein bisschen auseinander fummeln. Jetzt geht es weiter mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Und drei Stäbchen. Muss ich mal gucken. Hier stech mal rein. Eins. Zwei. Drei Stäbchen. Und häkeln weiter mit vier halben Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier halbe Stäbchen. Dann häkeln wir vier feste Maschen. Zwei. Drei, vier feste Maschen und weiter mit zwei halben Stäbchen. Also zwei halbe Stäbchen. Zwei und zwei Stäbchen. Eins. So, zwei Stäbchen. Und jetzt häkelt ihr in dieses große Nasenloch vier Stäbchen. Also einfach hier unten reinstechen. Eins. Zwei. Drei und vier Stäbchen. So, das Ganze sieht dann so aus. Ist ein richtig schöner Abschluss. Und weiter geht es mit zwei Stäbchen. Also ihr häkelt hier. Muss ich jetzt mal gucken. Hier geht es weiter. Hier ist die erste. Also nicht in diese, sondern in diese. Nochmal zwei weitere Stäbchen. Eins
und 2. Zwei weitere Stäbchen und häkelt weiter mit 2 halben Stäbchen. Also 1 und das zweite halbe Stäbchen, das kommt jetzt hier rein. 2 halbe Stäbchen, dann 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4 feste Maschen und weiter mit 4 halben Stäbchen. Also 1, 2 halbe Stäbchen, das dritte halbe Stäbchen. Lässt die Faden wieder durch die Nadel. So, und 4 halbe Stäbchen. Dann häkelt ihr weiter mit 3 Stäbchen, also wieder ganz normale Stäbchen. 1, 2, und 3 Stäbchen. So, und schließt das Ganze ganz einfach mit einer Kettmasche. Ich steche jetzt einfach mal hier rein, in das große Loch. Habe meine Kettmasche. Ich nehme jetzt mal die Schere und schneide diesen Faden einfach ab. Ziehe mir den Faden einfach durch. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Den Faden, den vernähe ich jetzt noch schnell. Ich nehme dazu einfach die Häkelnadel, steche einmal rein, hole mir den Faden und mach's vielleicht ein zweites Mal. Hole mir den Faden, ziehe ihn durch, schneide ich das Ganze mal ab. Auch diesen Anfangsfaden schneide ich jetzt einfach mal ab. Dann ist der auch weg. Und so sieht jetzt unser Kopf aus. Wir häkeln jetzt ganz einfach weiter, und zwar häkeln wir unten diesen Kiefer. Hier einmal rumdrehen und wir fangen jetzt mit dem Kiefer unten an. Also ihr häkelt jetzt einfach weiter, und zwar ihr dreht euer Häkelstück. Ihr fangt jetzt hier unten an der Nase an. Ihr seht jetzt hier eure 4 Stäbchen. Und wir fangen bei den ersten 2 Stäbchen an zu häkeln. Also in der Mitte bei der Nase eure 4. Und wir nehmen jetzt diese ersten 2. Ihr sticht einmal mit der Nadel hier ein. Holt euch den Faden, den neuen. So. Und häkelt 2 feste Maschen. Ich nehme den hinteren Faden auch gleich mit. Den verhäkel ich gleich immer. Dann brauche ich ihn dann einfach nur noch abschneiden. So, 2 feste Maschen. Okay, und weiter geht es mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und wir häkeln jetzt weiter 4 Stäbchen, aber ihr häkelt nicht in diese Maschen oben rein, sondern in die großen Löcher hier unten rein. Seht ihr das? Nach jedem Stäbchen entsteht ja so ein großes Loch, und da häkelt ihr jetzt in die erste mal ein Stäbchen. So, ein Stäbchen, dann häkelt ihr wieder eine Luftmasche, dann häkelt ihr in das andere große Loch hier rein, auch wieder ein Stäbchen. So, eine Luftmasche. Dann in das andere nochmal ein Stäbchen. Dann wieder einmal eine Luftmasche, nicht vergessen. Und in das andere auch wieder ein Stäbchen. Das große Loch. So, ein Stäbchen.
und häkel dann weiter 4 Luftmaschen. 2, 3, 4 Luftmaschen und häkelt weiter mit 2 festen Maschen. Also einfach in die nächste Masche hier einstechen und 2 feste Maschen häkeln. Eine feste Masche, 2 feste Maschen und ihr schließt das Ganze mit einer Kettmasche, aber ich schneide meinen Faden erstmal ab. So, dann stecht ihr hier ein in die nächste und schließt das Ganze einfach mit einer Kettmasche. So, und schon ist euer Totenkopf fertig. Ich verhäkel jetzt den Faden einfach noch, dann ist der auch weg. Dann braucht man dann nicht immer gleich mit der Nadel rumspielen, weil dann hat man das gleich so verhäkelt. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Jeder hat da seine andere, seine eigene Variante. So, dann schneide ich diesen Faden gleich ab. Diesen unteren schneide ich auch gleich ab. Dann ist das fertig. So, und so sieht jetzt unser gehäkelter Totenkopf, unsere gehäkelte Totenkopf-Applikation aus. Ist eigentlich nicht ganz schwer. Ich hoffe, ich habe es euch ganz gut erklärt. Und wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr keines von meinen Videos verpasst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ciao!